Heute stellen wir Ihnen einen verblüffend einfachen Ansatz für ein gigantisch großes Problem vor: Trinkwasser. Bei uns im Überfluss vorhanden, Hahneburger in Top-Qualität, so gut, dass wir im Restaurant sogar dafür bezahlen. In armen Ländern aber, da ist Trinkwasser oft katastrophal knapp. Was wäre nun, wenn wir mit unseren Restaurantbesuchen gleichzeitig Wasser für die Ärmsten spenden könnten? Diese Idee kommt aus Luzern und Pasquale Ferrara zeigt Ihnen, wie es funktioniert. Wer hier Wasser bestellt, bekommt aufbereitetes Hahnenwasser. Mineralwasser offeriert das Restaurant Meier in Luzern den Gästen keines mehr. In erster Linie ist es ein ökologischer Vorteil. Wir müssen nicht extra Wasser da hinfahren. Es ist ein kleinerer Warenaufwand. Und auch für unser Gewissen. Wir können hinter dem stehen und wissen, dass wir ein gutes Projekt unterstützen. Gratis ist das Leitungswasser nicht. Das Restaurant verrechnet pro Person 2,50 Franken. Man darf dann trinken, so viel man will. Ein Teil der Einkünfte wird für Wasserprojekte in Afrika gespendet. Das ist die Idee von Wasser für Wasser. Die gemeinnützige Organisation arbeitet mit Restaurants in der ganzen Schweiz zusammen. Wasser für Wasser schafft in zwei verschiedenen Orten. Einerseits in der Schweiz, andererseits in Sambia. In der Schweiz geht es uns darum, das Trinken von Leitungswasser zu fördern. Einfach aus dem Grund, weil wir hier hervorragendes Leitungswasser haben. Und mit dem Trinken von Leitungswasser Spenden in den Alltag integrieren. Die Einnahmen werden in Sambia eingesetzt. Hier in den Slums der Millionenstadt Lusaka ist Wasser für die meisten Menschen keine Selbstverständlichkeit. Wasser für Wasser unterstützt den Aufbau eines Leitungswassersystems auch für die Ärmsten. 60.000 Menschen hätten dank der Spenden bisher einen Zugang zu sauberem Wasser erhalten. Die Organisation möchte das Leitungssystem auch nachhaltig absichern. Das Zweite, was wir machen, ist, dass wir mit einer lokalen Berufsschule zusammenarbeiten und dort jungen Menschen, auch aus ärmeren Gebieten, ermöglichen, sich auszubilden zum Sanitärinstallateur oder zum Wasseroperateur, um die Infrastruktur, die man finanziert, dann auch aufrechtzuerhalten. Soll man für Leitungswasser zahlen müssen? Das führt oft zu Diskussionen. Der Verein will dem Beizer und dem Gast etwas anbieten. Das Restaurant darf etwas verlangen, der Gast ist eher bereit, für Leitungswasser zu zahlen. Es gibt zwei Modelle. Die einen spenden die ganzen Einnahmen aus dem Leitungswasser, aber verkaufen weiterhin auch Mineralwasserflaschen. Beizen, die ganz aufs Mineralwasser verzichten, spenden in der Regel 10% der Wassereinnahmen. Sie haben gesagt, 10%, das sind auf 2 Franken gerade mal 20 Rappen. Warum nicht mehr? Das hängt damit zusammen, dass für einen Gastrobetrieb die Einnahmen der Getränke, vor allem auch vom Wasser, essentiell sind. Jeder Gastrobetrieb macht am meisten Geld über Getränke. Und weil sich der Betrieb dazu verpflichtet, auf Flaschenwasser zu verzichten, ist für ihn wirtschaftlich nicht tragbar, 100% Spenden vom Wasserumsatz. Wasser trinken und spenden. 400 Gastbetriebe und Unternehmen machen in der Schweiz bereits mit.